Präsident Erdogan hat die Gelegenheit genutzt, um mit Massenentlassung aus dem öffentlichen Dienst und Massenverhaftung sozusagen eine umfassende Säuberung und auch eine Neustrukturierung des Staatsapparates anzugehen. Und die Listen für die Säuberung lagen ja offensichtlich in der Schublade, sonst wäre das alles nicht so schnell gegangen. Das AKP-Regime hat sofort einen Ausnahmezustand verhängt, das Parlament entmachtet und hat alle verfassungsmäßigen Bürgerrechte mit diesem Ausnahmezustand ausgesetzt. Nahezu alle Fernsehkanäle und Zeitungen sind gleichgeschaltet, zahlreiche Internetseiten nicht mehr erreichbar. Inzwischen sind rund 60.000 Beschäftigte aus dem Staatsdienst entfernt worden. 19.000 Menschen wurden festgenommen, 10.000 davon verhaftet. Fast 50.000 Menschen wurden die Reisepässe abgenommen, dürfen sich also nicht mehr frei bewegen. Und 16 Fernseh-, 23 Radiosender, 45 Zeitungen und 15 Zeitschriften wurden verboten. Hinter diesem Militärputsch wurde das Gülen-Netzwerk ausgemacht. Dieses Netzwerk hat ganz offensichtlich über Jahrzehnte eine ungeheure Macht im Staatsjustiz- und Militärapparat der Türkei aufgebaut und viele wichtige Posten besetzt gehabt. Und trotz dieser massiven Menschenrechtsverletzungen hat kurz danach die Bundeskanzlerin Merkel Mitte Oktober den türkischen Präsidenten Erdogan besucht. Sie wollte einen Deal mit ihm machen, um zu verhindern, dass weitere Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa kommen. Inzwischen ist er abgeschlossen, es sind immer mehr Menschen auf der Flucht vor Krieg, vor dem Krieg in Syrien, vor dem Krieg in Afghanistan, vor vielen anderen Kriegen in Afrika. Viele kamen über die Türkei nach Europa und das sollte unterbunden werden. Und deshalb hat sie mit diesem Despoten einen Pakt geschlossen. Das in einer Zeit kurz vor den Wahlen, was man auch als direkte Wahlkampfhilfe eigentlich ansehen kann. Sie hat Erdogan Fortschritte bei den EU-Beitrittsverhandlungen, Visaerleichterungen und finanzielle Unterstützung für die Versorgung der Flüchtlinge, die in den Lagern in der Türkei leben, versprochen. Von Verbrechen gegen die Menschlichkeit war nicht die Rede. Und der EU-Fortschrittsbericht, der also für die Verhandlungen der EU mit der Türkei über Beitritte vorgelegt werden soll, der ist ganz bewusst erst nach den Wahlen veröffentlicht worden. Da stehen also die massiven Menschenrechtsverletzungen in der Türkei drin. Erdogan hat weitergemacht und die Polarisierung der Gesellschaft vorangetrieben. Er begründet sein Vorgehen immer wieder damit, dass es um den Kampf gegen die kurdische PKK ginge. Und sie erklären immer, dass der IS, Islamische Staat, und die PKK seien gleichzusetzen. Und er würde den Kampf gegen den Terror führen, genauso wie die USA und andere Mächte, die ja inzwischen, nachdem sie in Syrien gescheitert sind, sozusagen den Kampf gegen den IS führen.